Wahl, gehe ich in die Frustration, Zerstörung meiner Arbeit oder Glückseligkeit und neue Möglichkeiten, ist einzig und allein von meinem Denken abhängig. Martin, guten Morgen. Wo bist Guten Morgen. du? Wo bist du ansässig? Wo bist du gerade? Ich sitze in meinem Studio hier in Aachen Aachen, und okay. freue mich drauf. Es wird immer kälter, aber der Schnee kommt noch nicht in der Eifel. Insofern bin ich da noch in freudiger Erwartung, was die Natur mir so bietet dieses Jahr. Das Das heißt, heißt, du wartest auf den Schnee, um quasi neue Formen zu machen, nehme ich an. genau. Genau. Ich weiß, wollen wir einfach schon mal mit Bildern einsteigen und man einfach weiß, worum es geht, dann sieht man es direkt. Tim, hat Soll das ich den deutlich Screen? vorbereitet? Ja, warte, ich muss den Screen direkt sharen. Ich glaube, dann haben wir einen super Einstieg. Genau. Martin, du machst Landart. Davon habe ich auch erst seit Neuestem gehört. Ich habe ein bisschen gelesen. Und du hast mehr oder weniger, habe ich das Gefühl, spontan damit angefangen, wenn ich das so richtig gelesen habe. Es ist ja manchmal im Leben so, dass einen so Sachen treffen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Wenn du nochmal zurück zu dem ersten Bild gehst, das ist nämlich meine Nummer eins. Relativ simpel gemacht mit einem Rechen in überflutetem Bereich. Wir sind im Sommer immer gerne in der Nordbretagne. Das heißt, da ist ganz viel flacher Sand, jedes Mal durch die Flut schön platt gemacht. Und das Bild, was ihr da seht, ist einfach dann mit dem Rechen in diesen Sand gezeichnet. Ich habe oder zu Landart fasziniert hat mich das eigentlich immer, was so Sachen Künstler auch machen, angefangen von Christo oder Andy Goldsworthy, das sind so die großen Namen. Christo würde ich so mit am Rande da reinfassen. Ich habe in dem Jahr 2014, das ist das erste Bild, vorher über einen amerikanischen Künstler gelesen, der mich total fasziniert hat, Jim Delavan. Der Mann hat sich ein Pickup geschnappt und ist in die Salzwüste von Nevada gefahren, wahrscheinlich das Lenkrad mit einer Schraubzwinge auf 2 Grad gestellt und einen Kreis mit 7,5 Meilen Durchmesser in diese Wüste gefahren. Dem nicht genug. Er hat dann noch 3 exakt gleich große Kreise in diesen Kreis gepackt und die Zwischenräume noch ausgefüllt. Ein Bild größer als Manhattan. Und das hatte mich total geflasht, wie man sowas macht und wie sehr das die Natur verändert. Und habe dann so ein bisschen recherchiert über den und gesehen, dass der auch schon mal mit dem Rechen in San Francisco an der Küste zeichnet. Und dann habe ich heimlich ein Gartenrechen in die Dachbox gepackt vom Sommerurlaub und hatte mir dann überlegt, ja, nachts um 3 Uhr Flut, dann bin ich um 6 Uhr am Strand. Wenn es um 7:30 nichts geworden ist, weil die Flächen in der Nordbretagne halt enorm sind, also mit kleinen Sachen kann man da gar nicht erst gewinnen. Wenn es um 7:30 nichts geworden ist, bin ich wieder weg und keiner hat mich gesehen. Das war so mein Plan. Und es ist dann irgendwie ein bisschen anders gekommen. Ich habe dann auch gelesen, dass da noch eine Band irgendwie dazu kam, die irgendwie ihren ersten Auftritt hatten. Oder wie genau lief das dann? Du hattest das dann fertig. Wie haben die Leute reagiert? Also ich meine, das ist ja riesig. Also lass das mal Also, jetzt. es lief ganz gut. Ich bin also länger als 7:30 geblieben, wie man sehen kann. Es ist total faszinierend für mich gewesen. Ein Traum Sonnenaufgang über den Nachbarort gesehen, so erleben, wie so ein Ort erwacht aus der Stille heraus, was man sonst normal am Strand gar nicht mitbekommt. Ja, die letzten, die von der Diskothek über den Strand zurückkommen, die ersten Partner, die mit dem Kinderwagen zum Strand müssen, weil nur einer ausschlafen darf. Und nebenan, da wo dieser, ja, links dieser kleine Pool ist, da ist so eine Klippe mit Häusern.
Und irgendwann winkte mir eine Gruppe Jugendlicher von dem Balkon runter und freundlich zurückgewunken und weitergemalt. Und dann kamen die eine halbe Stunde später mit Blasinstrumenten runter und erzählten mir eigentlich eine ähnliche Geschichte, wie ich sie erlebt habe. In der Nacht vor sowas, ein bisschen Aufregung ist dabei, jede Stunde mal wach geworden, aus dem Fenster geguckt, machst es nicht. Das war so mein davor. Und dann kamen die eben mit Blasinstrumenten runter und erzählten mir, dass sie so eine Jugend-Jazz-Brassband aus dem Süden der Bretagne sind und mit kleinen Konzerten sich als Orchester so eine Reise von einer Woche verdienen wollten. Ganz schlecht geschlafen hätten und morgens dann aufgestanden und runtergeguckt und gesehen, dass an den Strand, wo sie ihr erstes Konzert halten wollten, jemand ihnen eine Bühne gezeichnet hat. Und inmitten diesem ganz großen Kreis haben die sich dann aufgestellt und ihr erstes Konzert gehalten. Und das ist so ein, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, der kreativ arbeitet, wenn so aus der Unsicherheit heraus, ob es überhaupt was wird, so eine Masse an Geschenken zurückkommt eigentlich. Zufälle, die man besser hätte gar nicht planen können. Und das hat mich dann ziemlich gefesselt an diesem Thema. Und dann hast du quasi danach dann weitergemacht. Also aus deinem ersten Projekt ist dann quasi noch viel mehr entstanden. Wenn man sich deine Webseite anguckt, das sind ja teilweise Sachen, wo ich mich gefragt habe, wie macht man das eigentlich? Also auch wirklich sehr komplexe Sachen. Wie hast du dann weitergemacht? Hast du dann wann war das Nächste, was du gemacht hattest? Und welche Ideen, wie gehst du da voran? Planst du das vorher? Also muss er vorher irgendwie eine Idee haben oder machst du das spontan? Wie gehst du da vor? Wie machst du sowas? Also ich bin vom Beruf Designer und Porträtfotografie. Ich liebe Ausdauersportarten. Also ich fahre gerne mit dem Mountainbike 2-3 Stunden durch die Voreifel und beschäftige mich auch berufswegen mit Mentoring-Systemen und solchen Sachen. Als selbstständiger Designer habe ich natürlich auch immer mit Psychologie zu tun. Wie tickt mein Kunde? Das muss ich herausfinden. Und wie nehme ich ihn mit in einem Gestaltungsprozess, dass er im Endeffekt eine diebische Freude entwickelt, die neuen Produkte zu zeigen? Und wenn ich das schaffe, dann ist es ja für uns Designer egal, ob es rund oder eckig, grün oder blau wird. Und insofern seht ihr, dass da so ganz viele Dinge, die mich interessieren, eigentlich in diesem Landart-Bereich zusammenkommen. Ich beschäftige mich mit Psychologie, wie ticken wir Menschen, wie reagieren wir auf bestimmte Dinge, auf die wir stoßen. Ihr geht so schnell mit den Bildern durch. Ich hatte das eigentlich ein bisschen überlegt, weil zu allen Bildern gibt es so eine kleine Geschichte fast, ne? Am Strand die ersten Jahre eben eigentlich nur Bilder produziert, wie das die Nummer 1, die ihr eben gesehen habt, und dann Ausdrucke an Freunden zum Geburtstag verschenkt und so. Und da kam dann irgendwann die Frage, kann ich da mal mitmachen? Bei dem Foto seht ihr, ist schon wieder bei der zweiten, beim zweiten Foto seht ihr, was so passiert mit Leuten, die dann zum Strand kommen. Das Wetter war nicht so toll. Aber es sind halt schon ein paar Spaziergänger unterwegs und die zwei Pärchen sind über eine Stunde auf und ab gegangen in diesem Werk. Da sehe ich schon so diese Verbindung, dass es einen fesselt, diesen Moment. Und ganz wichtig dabei die Vergänglichkeit dieser Sache, ne? Die ja ein Entscheidungsprozess, nehme ich mir jetzt dafür Zeit oder komme ich morgen nochmal wieder, sehr vereinfacht. Weil es morgen nicht mehr da ist, was ich erlebe. Das hat mich auch sehr daran erinnert, als ich das gesehen hatte. Vor allem, weil ja bei manchen Bildern auch U-Spuren drüber gehen, dass es wirklich diese Vergängliche kommt, also dieses Vergängliche hat. Und ich musste sehr stark an den Buddhismus denken, weil die ja diese Mandalas aus Sand machen oder aus geriebenen Murmeln. Und jedes Mandala für eine Essenz steht, für Heilung oder für andere Sachen. Und sobald dieses Mandala fertig ist, was ich glaube, teilweise sogar Jahre dauert,
dass das Mandala danach zerstört wird oder quasi auch weggefegt wird, weil man sagt, dass der Buddhismus ja auch an nichts anhaftet. Und mich hat das so stark an dieses Konzept erinnert und wollte auch mal wissen, ob du da auch mit diesem Konzept rangehst, des Vergänglichen, dass du halt diese immensen Bildwelten schaffst, die ja wirklich riesig sind und wahrscheinlich auch viel Zeit brauchen. Also ich weiß ja nicht, wie schnell das geht, ob das auch damit so drin hängt, dieser buddhistische Gedanke des Nicht-Attached-Seins quasi. Also nicht bewusst, aber im Nachhinein hat das mit Sicherheit ganz starken Einfluss darauf. Wir arbeiten als Designer ergebnisorientiert. Es geht nur ums Ergebnis im Endeffekt. Das ist das, was bezahlt wird. Beim Machen, diese Machensphasen, die ja viel länger dauern als die Ergebnisphasen, treiben wir Raubbau an uns. Ne? Nicht genug Schlaf, keine vernünftige Ernährung, kein Sport, alles fürs Ergebnis. Wenn wir jetzt aber mal betrachten, Ergebnis, wenn du das auf einer Zeitschiene guckst, welcher Bruchteil unseres Lebens nur mit Ergebnissen zu tun hat. Und auch die, wie wir Prozesse, eigentlich ähnliche Prozesse, völlig unterschiedlich betrachten, steckt da auch drin. Wenn wir unsere Arbeitswelt rein ergebnisorientiert aufbauen, akzeptieren wir das. Wenn wir unser Leben für sich nehmen, würde das keiner akzeptieren, dass es nicht ums Machen geht, sondern nur um ein Ergebnis, um das Erleben des Ergebnisses. Ja, und da sehen wir das völlig selbstverständlich ganz andersrum, dass wir möglichst lange intensiv machen wollen. Ja, ich sehe darin ja auch die Komponente des Spielens, weil ich finde, im Machen ist ja eigentlich die Kreativität vorhanden. Also erst wenn man anfängt zu gestalten und vielleicht auch nicht so ganz klar ziert, sondern einfach mal macht und wieder so kindheitlich spielt und ausprobiert, dass da auch für mich persönlich auch die Freude des Schaffens letztendlich entsteht. Weil wenn ich jetzt ein Ziel habe, muss ich darauf hinarbeiten, dann ist es dieses, wie du sagst, man hat dieses Ziel und da muss man hin. Aber wenn die Kreativität einen Freiraum bekommt, dann hat sie für mich meistens auch eine ganz andere Qualität. Geht sie da ähnlich? Also wenn jetzt den Unterschied hast, wenn jetzt Marketing unterwegs bist und Konzepte machst und über Sachen nachdenkst, zielorientiert bist und wenn du deine Landart machst, wie unterscheidet sich der Kreativ oder das Gefühl der Kreativität für dich? Ist das ein Unterschied oder ist es die gleiche Kreativität? Das geht auch in der Richtung von der Frage, die ich ganz am Anfang hatte, die du auch so ein bisschen beantwortet hast, als du gesagt hast, dass du Fotograf bist und davor auch schon gearbeitet hast als Fotograf. Also meine Einstiegsfrage war eigentlich gewesen, ob du dich eher als Fotograf siehst, der die Natur nutzt, um zu seinen Bildern zu kommen, oder ob du dich eher als Landart-Künstler siehst, der die Fotografie nutzt, um das dann noch festzuhalten, weil es, wie gesagt, halt vergänglich ist und dann irgendwann wieder verschwindet in der Natur und diesen Happening Part halt auch hat, so, ne? Also das war meine Einstiegsfrage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so von Sebastians Frage so weit abgewischt bin. Also kann ich gar nicht genau sagen, was ich da wirklich bin. Oder ob das überhaupt wichtig ist, ne? Ist ja auch die Frage. Also ist ja im kreativen Bereich immer wieder die Frage, ist ein Studium wichtig, um da arbeiten zu können? Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Fotografie ähnlich. Ne? Also ich habe Design studiert und mache Fotografie. Ich bin nicht Fotograf und mache Design. Zu deiner Frage, Sebastian, das beeinflusst mich mittlerweile sehr in den Prozessen, weil wir eigentlich ein Riesenpotenzial verschenken, wenn wir es nicht tun. Ja, dieses Spielerische hört sich immer so nach Freizeit an. Ist es aber gar nicht. Weil in diesem Spielerischen können wir eine unheimliche Tiefe entdecken. Und unser teilweise schizophrenes Vorgehen mit ein und demselben Prozess in unterschiedlichen Bewertungen oder elementare Lebensfragen durch dieses Vergängliche können wir solche Dinge antriggern. Und das fasziniert mich immer wieder, dass Landart solche Dinge greifbarer macht
und einfacher erscheinen lässt. Mir ist zum Beispiel mal in einer Ausstellung, hat mich mal jemand gefragt, Gott sei Dank mit so einem leichten Grinsen, Herr Stockberg, Sie müssen ja ein frustrierter Mensch sein. Dort hingen in erster Linie Strandbilder, so wie wir das da sehen, oder auch das nächste Bild. Und ich fragte ihn dann, warum. Und dann sagt er so, ja, Sie können so schöne Sachen machen, das sieht ja wunderbar aus, aber nichts von dem, was Sie machen, hat doch Bestand. Alle 12 Stunden Ebbe und Flut, alles ist doch zerstört nach kurzer Zeit wieder. Dem habe ich dann nur gesagt, was für ein glücklicher Mensch ich bin. Ich kann solche schönen Sachen machen und alle 12 Stunden kommt die Flut. Jemand, der für mich aufräumt und eine neue Leinwand aufspannt. Und dieses Banale beinhaltet für mich mittlerweile einen Lebenskern. Deswegen kann ich die Sachen auch nicht mehr so trennen, Kunst und mein Leben oder mein Arbeiten. Weil dieses banale Beispiel macht deutlich, dass die Wahl, gehe ich in die Frustration, Zerstörung meiner Arbeit oder Glückseligkeit und neue Möglichkeiten, ist einzig und allein von meinem Denken abhängig. Ich entscheide es durch meine Beurteilung der Situation. Und das finde ich unheimlich befreienden Gedankengang, weil da hat kein anderer Einfluss außer ich. Das Einzige, was ich machen muss, ist mir die Mühe machen, vielleicht die Situation anders zu überdenken, anders zu bewerten als im ersten Moment, wo mir scheinbar was weggenommen wird, weil es zerstört wird. Und da merkt ihr auch, welche Komplexität teilweise hinter solchen Arbeiten, die spielerisch entstehen, stecken können. Und ähnliche Beispiele finde ich immer wieder. Wenn ihr noch ein Bild weitergeht, da gibt es auch was zu sagen. Ihr seht im unteren Bereich so Fußspuren, wo mir Leute da durchgelaufen sind. Mhm. Die Frage kommt auch immer wieder. Ich bin ja im offenen Raum. Ich kann da nichts absperren. Da würden Riesenproteste entstehen, wenn ich den Strand sperre. Gerade in der Dimension. Immer wieder bin ich anfangs angesprochen worden bei Bildern, das ist Photoshop. Das ist rein montiert. Ich bin auch ziemlich pingelig, was meine Arbeit angeht. Also ein kleiner Perfektionist steckt schon da drin. Und ich versuche da schon so exakt wie möglich zu arbeiten, was ein bisschen kontraproduktiv dann ist. Inwiefern ist es kontraproduktiv? Also ich meine, natürlich, das sind sehr aufwendige Bilder. Wo wird es kontraproduktiv für dich? Je perfekter ich bin, umso eher wird mir unterstellt, dass ich es rein montiert habe. Okay. Das echt ist, nicht in der Dimension, nicht in der Zeit, Ebbe und Flut. Ich habe maximal 4 Stunden Zeit, um sowas zu machen, weil ich eine gewisse Fläche brauche, also Vorlauf, und dann ist das Meer auch schon wieder da und nimmt es weg. Und wenn ich sehr perfekt bin, glaubt man mir nicht, dass meine Bilder echt sind. Wenn ich jetzt solche Bilder habe wie hier, wo mir Leute durchgelaufen sind, taucht diese Diskussion überhaupt nicht auf. Und daran merkt man, wie komplex wir denken, weil eine Zerstörung macht mein Werk glaubhafter als eine Perfektion. Wenn wir jetzt aber über dieses Thema nachdenken, finden wir immer wieder andere Beispiele, die genauso gestrickt sind. Wenn ich Fan von Oldtimern bin, fahre ich so eine alte Karre nicht, deswegen, weil sie mich effizient von A nach B bringt, sondern weil ich mir jeden Meter erarbeiten muss. Und das macht es wertvoll. Ja, also solche Dinge passieren immer wieder in den Werken vor Ort, wo ich dann merke, hoppla, das sind ja eigentlich sehr komplexe Lebensfragen, die man da ansteuern kann. Ne? Ja, da wollte ich auch nochmal einhaken von dem Gedanken davor mit dem
ach, wo waren wir gewesen? Mit dem, dass man eigentlich mit dem, mit seinen Gedanken die Welt auch neu denken kann, so, ne? Also man hat ja immer, man hat wirklich, also wenn man das überträgt, was du gesagt hast, ob man, ob du jetzt glücklich oder frustriert darüber bist, ob deine, deine Bilder eine, in Anführungszeichen, kurze, oder deine Werke, nicht die Bilder, die Bilder leben ja weiter, aber das Werk an sich hat ja eine kurze Lebensdauer und es hängt ja von dir ab, ob das frustrierend oder schön ist, befreiend. Und das kann man ja übertragen auf viel größere Fragen des Lebens. Es kommt ja immer darauf an, wie du darüber denkst. So, ne? Man kann die Welt ja auch neu denken und das halt alles befreiend sehen. Das finde ich spannend, dass solche Werke halt auch symbolhaft dafür stehen. So, ne? Ja, das hängt ja auch mit den Erwartungen, die man selber ans Leben hat. Jeder bildet sich ja seine eigene Wahrheit. Das merkt man ja im Moment noch deutlicher. Ja. Und in dieser Wahrheit leben wir. Nur diese Wahrheit ist ja für jeden eigentlich unterschiedlich, weil wir sie selber prägen und oder sie von außen geprägt wird in Wünsche, die wir haben, die wir vielleicht gar nicht brauchen, um glücklich zu sein. Dinge, die wir anschaffen müssen, weil sie uns so eingetrichtert werden, dass man sie absolut notwendig braucht. Oftmals Quatsch, ne? Und insofern bildet sich ja jeder eigentlich seine Wahrheit. Aber viele halt unbewusst. Und viele lassen ihre Wahrheit ja von anderen bilden. Sehr, sehr schwieriges Thema. Ja, extrem, extrem. Glaubst du denn, dass deine schaffende Landart diese Gedanken auch mal aufbricht, dass wenn wir Menschen zum, also wenn etwas Fantastisches in unser Leben tritt, wie diese Werke, die sind so groß, man muss drüber nachdenken und man kann es nicht sofort verstehen, was Kunst ja auch oft macht, dass man mal anhalten muss und schauen soll. Und dass das Schauen, das Betrachten und das Stehenbleiben auch dazu führt, dass man vielleicht aus dieser Stringenz seiner eigenen Gedanken vielleicht mal heraustritt und sich wundert. Ich finde, das Wundern ist ja wunderschön. Das gehört ja auch zum Spielen dazu. Oder kann Ergebnis des Spielens sein. Glaubst du, dass das, was du schaffst, Leute auch anhalten lässt, weil etwas Fantastisches plötzlich da ist und sie kurzzeitig aus diesem Wahrheitskomplex heraustreten und mal quasi, wie soll ich sagen, ein bisschen ehrlicher sind oder sich selbst mehr näher kommen, wenn sie diese riesigen Flächen betrachten können oder wenn sie halt im Workshop mit dir arbeiten? Also im Kleinen passiert das vor Ort eigentlich regelmäßig, dass Leute ja völlig fasziniert sind an den Stränden. Ihr seht hier ein Bild, da ist am rechten Rand so eine Klippe, wo ein Wanderweg langläuft, wo ich immer aus der Entfernung, wenn ich da unten am Strand was zeichne, Gruppen sehe, die dort sich versammeln. Einmal habe ich das erlebt, dass dann ein Pärchen, Ältere, die da in der Nähe wohnen, runterkamen und mir eine Geschichte erzählen mussten, dass sie eigentlich dort wandern wollten und dann runtergucken und sahen das Bild im Entstehen und dann fluchte die Frau und sagte, Mist, jetzt habe ich noch nicht mal ein Handy mit, um Fotos zu machen und jetzt passiert hier mal was. Ne? Und vor ihr ein Mann mit einer Kamera stand, der sagte dann wohl, wie sie berichtete, wäre kein Problem, Adresse geben, ich mache hier gerade Fotos. Und dann kam dahinter noch einer und sagte, könnte er sich anschließen an die Fotos? Er hätte jetzt eine Flasche Wein dabei und was anderes nicht. Und dann haben die da eine halbe Stunde gesessen, sich unterhalten. Und als ich dann fertig war, wollte das Pärchen mich halt noch unbedingt sprechen da unten. Und das ist so eine Viertelstunde Weg. Und hätte sich dann von den anderen verabschiedet und sagten mir, dass sie das Gefühl hätten, alte Bekannte zu verlassen aus dieser Gruppe, die sich da oben gebildet hat, in der Entfernung zu mir. Ne? Und insofern bin ich davon überzeugt, dass man eigentlich nur was in die Natur legen muss.
was Faszinierendes, was in einer Dimension, was Großes, was Außergewöhnliches. Und man schafft damit eine Möglichkeit, dass sich Leute begegnen auf anderen Ebenen. Also das erlebe ich immer wieder. Ne? Das finde ich auch so schade in deutschen Städten, in vielen anderen Ländern hast du das ja immer noch. Ja, so Street-Art-Künstler auf irgendwelchen Plätzen, ob die mit Kreide malen, völlig faszinierende Sachen oder sonst was, das findet man in deutschen Städten überhaupt nicht mehr. Aber das wären ja eigentlich oftmals so Magnete, die lebendig, die kreativ sind. Das finde ich immer traurig, dass da so wenig stattfindet, dass so wenige sich ja die freie Investition von Kreativität anderen zu Füßen legen. Ich sehe das leider in Köln sehr oft, dass es schon Aktionen gibt. Am Eifelwall versucht man, das ist so eine große Unterführung hier in Köln, da versuchen Leute auch irgendwie kreativ diesen neuen leeren Raum zu nutzen und es wird halt sehr schnell von der Stadt wieder abgebaut und dann kommt die Müllabfuhr und alles wird abgerissen. Es gibt Stadtteile in Ehrenfeld, da versuchen Leute auch die Straße zu begrünen und Sitzflächen zu schaffen. Und das wird dann alles immer von der Stadt wieder komplett unterdrückt. Und das finde ich so schade, weil das sind Begegnungsräume, wo ich dann auch über Instagram sehe, dass die Leute da wirklich sitzen und Leute nehmen daran teil, die sich nicht kennen und kommen und bringen Material und Leute erschaffen zusammen etwas. Und das ist, glaube ich, finde ich ja auch die Essenz irgendwie des Menschseins, zusammenzukommen und etwas zu schaffen. Nicht, weil es notwendig ist, sondern weil es etwas verschönert. Oder weil es etwas Neues in diese Landschaft bringt, ob es jetzt die Stadt ist oder die Natur. Und ich finde das, also ich sehe es genauso wie du, ich finde es schade, dass wir diese Möglichkeiten zwar haben, aber wenn wir sie nutzen, entweder Restriktionen auf uns warten oder es vielleicht erst gar nicht die Möglichkeit gibt, das zu tun. Und ich glaube, das würde jede Stadt wirklich bereichern. Also mir fehlt das hier in Köln auch sehr stark, dass es wirklich diese kulturellen Begegnungsorte gibt letztendlich. Hast du schon mal irgendwie, hast du da schon irgendwie Probleme gehabt? Weil, also klar, ich verstehe das, in der Stadt ist halt nochmal ein anderes Ding, als wenn du in der Natur quasi sowas machst, ne? Aber hast du da schon mal irgendwelche Probleme gehabt, dass sich irgendjemand aufhalten wollte oder? Im kleineren Bereich schon so ein bisschen, aber nichts Ernsthaftes, weil ich da so eine Gratwanderung einfach auch zu meinen Gunsten gefunden habe. Ich installiere ja nichts Festes. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche Bänke bauen würde, dann käme die ganze Maschinerie mit Vorschriften auf mich zu. Was Haftungsausschlüsse, wenn jetzt jemand von der Bank rutscht und sich einen Arm bricht und nicht mehr berufstätig sein kann sein Leben lang oder sonstige Dinge. Also da kann ich so städtische Verantwortliche auch verstehen in der Form. Und meine Dinge sind ja banal. Ich arbeite mit einem Schrober auf Schotterfeldern. Da kann jeder drüber gehen. Da stolpert keiner drüber in der Regel, ne? Und insofern ist das so ein kleiner Lösungsansatz, andere Dinge zu umgehen, die jetzt baulich sind und Vorschriften beinhalten oder erfüllen müssen. Wie hier auch das Bild im Wald. Ja, das ist nach 2-3 Tagen weggeweht. Ne? Und wer jetzt über diese Blätter stolpert, der würde auch über ganz andere Dinge stolpern. Also da habe ich noch nie erlebt, dass ich da irgendwo in die Haftung gezogen würde. Das würde ja auch ein bisschen den, also nicht, dass der Sinn deiner Werke ist, dass sie dann verschwinden, sondern es ist ja Teil des Werkes, aber es würde ja auch deinen Werken, glaube ich, etwas nehmen, wenn sie permanente Installationen wären. Das würde ja, für mich persönlich würde es die Faszination deiner Arbeit tatsächlich nehmen, wenn ich wüsste, das ist jetzt, das kann ich in 2 Jahren noch besuchen. Dann fehlt irgendwie die Besonderheit. Und ich finde das interessant, dass der Unterschied zwischen einer permanenten Installation wie eine Statue oder ein Denkmal im Gegensatz zu deinen Arbeiten oder ähnlichen Arbeiten, die Faszination wirklich daran liegt, dass es nur temporär ist. Und dass es dadurch erst wirklich interessant und spannend wird. Und da frage ich mich, woran es liegt. Natürlich, man hat nur wenig Zeit, sich das anzugucken. Aber mir gefällt dieser Gedanke, dass es nicht permanent ist, eigentlich ziemlich gut.
Vor allem, weil die Arbeit, die darin steckt, viel anders rüberkommt. Weil ich muss gerade drüber nachdenken, wenn wir irgendwo Arbeit reinstecken, haben wir ein permanentes Ergebnis, wir können es festhalten. Und in deiner Arbeit hat man das Gefühl, du steckst so viel Leidenschaft rein und entwickelst das immer weiter. Und es hat einfach nicht Bestand. Und das irgendwie ist da diese Faszination drin. Das führt jetzt auch gar nicht. Da bin ich einverstanden. Mitleid nicht. Nein, Mitleid überhaupt nicht. Es ist Faszination. Also ja. Es leitet sich mir jetzt auch keine Frage raus. Ich wollte es einfach nur für mich gerade festhalten, dass es das für mich so besonders macht letztendlich. Mhm. Mitleid habe ich da nicht. Ich bin eher im Gegenteil. Ich bin absolut fasziniert von solchen Dingen. Und je mehr ich darüber höre und nachdenke, merke ich auch, wie anregend das einfach ist. Ich finde es wirklich faszinierend, wirklich. Ja, aber der Schlüssel ist da wieder, was wir anfangs sagten. Wenn du das Hauptaugenmerk auf das Machen ziehst, ist es egal, ob es eine Stunde Bestand hat oder ein Jahr oder 10 Jahre. Ne? Ja. Der eigentliche Teil, die Freude am Machen und das Genießen am Machen, ist ja erfüllt. Und dann beginnt für mich so dieses Loslassen, wo ich jetzt auch eine gewisse Routine natürlich über die Jahre entwickelt habe. Das ist so ganz faszinierend. Das erlebe ich auch immer wieder. Also mein Weg ist ja anfangs so mit einzelnen Sachen am Strand. Dann fehlte mir zu Hause außerhalb des Urlaubs so diese meditative Zeiten, die das beinhalten. Und dann habe ich angefangen, mit Blättern im Wald oder irgendwo auf einer Wiese zu arbeiten. Und dann hat sich das eigentlich so über das gesamte Jahr so weiterentwickelt. Dann kam von Freunden die Frage, kann man da mal mitmachen? Und dann ist bei mir natürlich so der Gedanke, ja, machst du jetzt rein kreative Workshops oder versuchst du so die Inhalte, die du selber daraus ziehst, damit einzubringen? Und dann habe ich so ein Angebot entwickelt, wo man ja Betriebsausflug zum Beispiel mit einem Plus erleben kann. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass man da auch hervorragend so Kommunikationstrainings abbilden kann, weil ich die Leute ins Spielen bringe und sie vergessen zu Schauspielern, wer sie sein wollen, sondern sie sind, wie sie sind. Und dann rutsche ich ganz schnell, und da arbeite ich heute mit einigen Coachen zusammen, die dann ähnlich wie Floß bauen oder Klettergarten eben Kunst in der Natur, Landart als Türöffner zu den Leuten einsetzen können. So ist mein Weg dadurch gegangen. Also die Arbeit mit Menschen zusammen, die da reinzubringen, solche Dinge zu machen und das Machen zu genießen, darin Entspannung zu finden, ist heute sehr elementar. Heute ist es ja mehr als die Hälfte meiner Arbeit eigentlich in diesem Bereich, den ich mit Landart fülle. Und ich sehe da auch noch ein Riesenpotenzial, Dinge zu machen. Als Designer ist es für mich dann so naheliegend. Ich habe einerseits diese freien Arbeiten, die ich für mich mache, die Workshops, die für mich nicht entspannend sind, muss ich dazu sagen. Das ist oft Stress pur, die Leute da so reinzukriegen. Und wenn ich jetzt aber schon mit Unternehmen zusammenarbeite, habe ich hier natürlich eine hervorragende Möglichkeit, in die Storytelling-Ebene zu gehen, ins Marketing zu gehen, weil wir Dinge machen, die auch andere Leute faszinieren. Ich habe ein Bild dabei, das muss ich gucken. Das ist, das ist Bild 17. Könnt ihr das mal aufrufen? Das ist zum Beispiel ein Bild aus so einem Workshop am Strand, was entstanden ist, wo dann die Teilnehmer, die Gruppe, das Team in diesen Blättern steht. Und da erlebt man einfach, ja, wie so ein Team zusammenarbeiten kann, wie sie sich absprechen müssen, dass es genau wird, dass es exakt wird, wer die Leitung und die Übersicht übernimmt oder wer jetzt was für die Masse außenrum sorgt, wer kann was, wie gut.
Das sind alles so Absprachen. Und wenn ihr so die Dimension seht, eben hatten wir Bilder, die ich so alleine in maximal 4 Stunden mache. Das Team hat das Bild mit mir zusammen in einer knappen halben Stunde fertig gehabt. Oh, krass. Es ist völlig erschreckend, was ein Team von 6, 7 Leuten alles hinbekommt, wenn alle an einem Strang ziehen und alle wissen, wie sie was umsetzen können. Ja. Sag ich dazu immer. Ist wahrscheinlich auch ein riesiger Unterschied, als jetzt in einem Konferenzsaal mit 5 Leuten zu sitzen und dann irgendwelche Körbchenübungen zu machen, sondern wirklich auch in der Natur zu sein, was ja auch nochmal energetisch eine ganz neue Sache ist. Ich finde es auch viel befreiender. Ich wollte in der Schule am liebsten im Sommer immer die Bänke draußen haben und auf der Wiese lernen. Ich glaube, ich hätte viel besser lernen können, als bei 40 Grad im Unterrichtsraum oder im Seminar. Ich glaube, es gibt ja auch nochmal eine ganz andere Essenz mit rein, wenn es in der Natur stattfindet. Also ich finde Naturverbundenheit super schön und aus mir macht es auch einen anderen Menschen, wenn ich mich in der Natur bewege, als in der Stadt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Das holt ja Leute wahrscheinlich auch nochmal ganz raus aus ihrem Kopf, glaube ich. Ja. Ja, ist am Meer natürlich immer der Fall. Ja. Ne? Die monotone, gleichmäßige Rauschen, was einen natürlich in so eine Stimmung bringt. Und ich finde es dann auch immer gut, wir haben von dem Bild auch noch Einzelfotos gemacht von den Mitarbeitern und ein anderes Foto in ähnlicher Art. Da sitzen die in den Blättern, hängt bei denen groß im Besprechungsraum. Und das ist, finde ich, immer wieder so ein Aufhängepunkt. Ne? Was ist das? Kommt dann von Kunden die Frage. Ne? Ja, das ist Kollege sowieso, stark. Sowieso und sowieso. Die sind da. Haben wir mit dem Rechen am Strand gezogen. Und für mich ist als Designer, die Kunden, die ich am längsten betreue, sind nicht bei mir, weil ich besonders kreativ bin, besonders preiswert oder sonst was, sondern weil wir eine Beziehung zueinander haben, weil wir uns wertschätzen. Und diese Wertschätzung kann man natürlich auf verschiedene Ebenen nach außen kommunizieren oder entstehen lassen. Und da kann sowas auch ein Punkt sein, der ein Unternehmen irgendwo so ein bisschen lebhafter macht. Weg vom Produkt XY oder Dienstleistung XY. Ja. Und hin dazu, dass man eben vielleicht auch coole Sachen macht oder beeindruckende Sachen macht. Zack, jetzt ist Sebastian auf einmal weg. Genau. Aber ich wollte noch, bei einem Punkt wollte ich noch anknüpfen. Wir waren dann schon weiter im Gespräch, aber ich finde das halt so spannend, was Sebastian gesagt hat, dass er das so faszinierend findet, dass das vergänglich ist. Jetzt macht er da so ein Slideshow raus, wollte ich gar nicht. Und das finde ich aber gerade so spannend, weil das ist ja eigentlich, kann man das ja auch wieder übertragen auf das große Leben. Und ein guter Freund von mir hat mir auf dem Jakobsweg, hat er mir mal gesagt, dass es im Leben immer ums Loslassen geht. Also im Endeffekt müssen wir irgendwann müssen wir komplett loslassen, wenn wir sterben. Und alles andere im Leben muss man erkennen, dass es ums Loslassen geht. Also sei es Beziehungen, sei es jetzt wie hier Kunst, die verschwindet, sei es irgendwas anderes, Gefühle, Gedanken, man muss immer loslassen können, so, ne? Und das, glaube ich, dass das halt das ist, was Sebastian davon so fasziniert, so, ne? Dass es halt ums Loslassen geht. Ah, es geht ja so ein bisschen gegen unsere Urinstinkte als Jäger und Sammler, ne? Ja. etwas nicht festhalten zu wollen, aber unser absurdes Verhalten, wie viele sieht man bei Konzertbesuchen mit dem Handy die ganze Zeit Aufnahmen zu machen und das eigentliche Konzert nicht miterleben? Ja. Und wie oft wird man sich diese banalen Aufnahmen nochmal anschauen? Ja, das fand ich auch spannend, als du erzählt hast mit diesem mit dieser Situation am Strand, wo die dann alle nach den Fotos gefragt haben.
in dem Sinne halt auch interessant, so, ne? Dass selbst da die Leute halt irgendwie direkt denken so, boah, ich muss jetzt ein Foto von machen. Ja. Aber dann halt auch spannend, dass sie halt keinen Fotoapparat hatten und deswegen quasi gezwungen waren, sich das anzugucken, bis es zum Ende war und das halt dann diesen Wert dieses Prozesses, diese Entschleunigung, dann halt auch erfahren haben, so, ne? Ja. Wie wichtig sind dann für dich die, wie wichtig sind für dich die Fotos dann im Endeffekt, wenn du, also das Werk verschwindet ja, aber du hast, kannst es ja festhalten mit einem Foto? Ja, gut, aber das ist, auch wenn es gute Fotos sind, immer eine Krücke. Es ist immer nur ein Bruchteil von dem, was man erlebt hat. Das kennst du selber als Fotograf auch. Das mag auf Leute beeindruckend sein, die die Situation nicht erlebt haben, aber für mich ist es wie eine Handyaufnahme vom Sonnenuntergang, der traumhaft war mit Umfeld. Das ist für mich, wenn ich die Fotos betrachte, da. Und es ist eine Krücke. Aber auch Krücken können schön sein und nützlich. Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde, wir sollten auch nochmal. Was ist das eigentlich? Sind das, das Äpfel sind Kastanien. Oder? Kastanien, wow. Das war mal bei einer Ausstellung. Hier gibt es in Aachen immer eine Kunstroute, wo an einem Wochenende ganz viele Galerien und Ateliers geöffnet sind. Und da war ich Gastkünstler in einer Ateliergemeinschaft und konnte dort ein paar Bilder aufhängen. Und die wollten natürlich auch, dass draußen im Innenhof was passiert. Das Ganze ist im Herbst und da war gerade 2 Wochen vorher fielen die Kastanien runter. Und dann habe ich einen großen Eimer voll Kastanien gesammelt und habe eine Spirale in den Innenhof gelegt. Das war aber ein riesiger Eimer, oder? Ja, es waren auch 2-3 Eimer. Klein kann ich nicht. Tut mir leid. Aber das ist auch spannend, das Verhältnis zwischen groß und klein, zwischen kleinen Strukturen und Großstrukturen. Ja. So, ne? Also das könnte man jetzt easily schätzen, dass das Minimum mal irgendwie mehrere hundert Kastanien sind, wenn nicht sogar 1000 so. Genau. Also der Abstand ist so, vielleicht ein halber Meter von den. Das heißt, es sind so 5-6 Meter Durchmesser, das Ganze. Und es ist ein relativ simples Muster, wo mir dann auch ganz viele Kinder erst nur mitgeholfen haben, weil Kinder sind ja in der Entscheidung, da habe ich Lust drauf, da mache ich mit. Viel entspannter als Erwachsene. Ja. Und dann kamen irgendwann auch ein paar Erwachsene dazu und wollten mitmachen. Ist das auch eine Erfahrung? Ist das auch eine Erfahrung deiner Workshops, dass wir Erwachsenen so das Spielen verlernen und dadurch dann halt wieder reinkommen? Ja. Und ich mache schon mal, im letzten Jahr haben wir das angefangen, ein Frühshoppen im Sandkasten. Und da war ein öffentlichen Spielplatz irgendwo in Aachen. Ich habe hier bei mir um die Ecke einen großen Platz, morgens von 6 bis 8 Uhr, stört man wenig Kinder nur. Und dann arbeiten wir, ich glaube, das Foto habe ich auch dabei, die 25, genau. Da siehst du, wie sowas dann aussehen kann. Da ist es, ja. Und bis 8 Uhr machen wir dann zusammen Mandala zum Beispiel. In der Form. Wir plätten erst alles so ein bisschen, die ganzen Sandbogen vom Vortag werden entfernt und dann haben wir eine Fläche, auf der wir arbeiten können. Und das begrenzt. Sehr meditativ, man kann über Gott und die Welt quatschen. Entscheidungen, wie was gemacht werden, müssen getroffen werden. Und dann machen wir Fotos davon und dann sind wir wieder weg und dann kommt in dem Fall nicht die Wasserflut, sondern die Kinderflut und mit das ist alles wieder umgebaut. Stark. Und bei solchen Sachen, normal gehe ich auch als Erwachsener nicht in den Sandkasten und setze mich dahin und mache meine Türmchen. Aber
die Aussage, das ist ein Workshop, rechtfertigt ja vieles. Die Legitimation des Spielens. Genau, genau. Aber ist ja erlaubt, ne? Wenn es hilft, dass ich den Mut aufbringe, es zu tun, ist es ja legitim. Ne? Das ist auch, wenn wir auf Waldwegen sind und mit dem Rechen Blätter fegen, ja, diese Unbeholfenheit oftmals von Menschen, die es eigentlich faszinierend finden, was da entsteht, wo sie durchgehen, so unbeteiligte Passanten, aber häufig sich so in so ein, ja, so eine humorvolle Äußerung wie, haben Sie zu Hause keine Blätter? Oder kommen Sie dann anschließend bei mir auch mal vorbei? Äußern, ne? Aber eigentlich siehst du in den Augen, ja, Faszination und eigentlich mitmachen wollen, aber sich nicht trauen. Das ist ganz häufig so. Ne? Spannend, ja, spannend. Also immer wieder da so Prozesse, wie wir ticken, ne? Wie wir uns gegenüber anderen verhalten, wie unsere Denkmuster ablaufen. Und die sind immer sehr ähnlich, komischerweise. Ne? So unterschiedlich wie wir als Menschen sind. Auf jeden Fall. Wenn du sagst, dass du ein Perfektionist bist, hast du da auch immer so einen teuflischen Engelchen zwischen Planung, akribischer Planung, aber es ist ja auch, man muss ja auch, ich denke mal, viel planen, um das dann umzusetzen. Und auf der anderen Seite dieses entschleunigte Arbeiten, der Weg ist das Ziel und dann gucken, was sich entwickelt. Ist da so ein Kampf dieser beiden Seiten? Nee, Kampf würde ich das nicht nennen, eine Ergänzung. Mittlerweile weiß ich, dass ich zwar gut vorbereitet sein muss, wenn ich so große Konstruktionen mache, aber auch das Ganze immer eine gewisse Freiheit beinhaltet. Ich habe mittlerweile die Sicherheit, dass ich kreativ genug bin, Lösungen vor Ort zu finden. Und da unterscheiden sich meine Projekte nicht von anderen Projekten, die ich als Designer oder die andere erleben. Ich kann noch so genau planen, irgendwas kommt dazwischen. Und da habe ich drauf zu reagieren in der Form. Ich kann da ein Bild, warte mal, wo habe ich das? Das ist ein gutes Beispiel dafür. Bild 15, bitte. Genau, da oben ist es. Das ist für mich das Bild des Scheiterns. Und zwar habe ich dort ein Bild versucht oder ein Muster versucht. Das siehst du als nächstes Bild, wenn du das mal aufrufst. Das sollte es ursprünglich werden, allerdings noch ein bisschen komplexer. Und das Problem ist dabei, dass ich es nicht mag, wenn so Vorzeichnungen durchschimmern. Das heißt, ich muss es auf Sand ganz dünn vorzeichnen, wenn so Linien übereinander und untereinander liegen. Dass das gar nicht sichtbar ist, ne, auf dem Folgebild. Und hier habe ich mich bei dem Bild, was wir jetzt sehen, verzeichnet. Irgendwo habe ich festgestellt, da habe ich Linien falsch durchgezogen. Es waren gerade so diese äußeren Spiralbereiche, waren gerade fertig und da habe ich das festgestellt. Jetzt kann ich dann überlegen, gut, ich habe es nicht hinbekommen, was ich mir vorgenommen habe. Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann frustriert nach Hause gehen mit dem Wissen, es hat nicht funktioniert, aus welchem Grund auch immer. Ich bin gescheitert. Oder ich kann den Moment dann aufnehmen und ganz neue Wege, auf die ich sonst gar nicht gekommen wäre, daraus entstehen lassen.
Und so habe ich dann diesen Spaghetti-Knoten in die Mitte reingezeichnet. Als ich das Foto dann in meiner Community von Strandzeichnern gepostet habe, hat mir ein Crack aus England geschrieben, oh, das ist aber ein raffiniertes Muster, wie hast du das denn konstruiert? Das heißt, das Scheitern beinhaltet aber auch immer was Positives. Es zwingt mich, neue Wege zu finden, außerhalb meiner Komfortzone. Kreativ zu werden, wirklich anspruchsvoll kreativ zu werden. Und das finde ich auch wieder faszinierend, dass Scheitern ganz viele Aspekte hat eigentlich und streng genommen eigentlich keinen negativen Aspekt hat, sondern eher was Positives, weil es mich als Person weiterbringt, wenn ich es bewusst mache, wenn ich bewusst damit umgehe mit dem Scheitern, lerne ich dazu. Wie viele machen Dinge immer nur richtig und wissen gar nicht, warum? Ja. Und einmal falsch gemacht. Man hat auch so viele Beispiele von Sportlern. Bei Sportlern ist es ja offensichtlich so, ne? Also wenn die Erfahrung des Scheiterns haben und man sieht es so oft, dass sie dann irgendwie ein Jahr später zurückkommen und total dominieren oder das als Sprit quasi als Antrieb nehmen, um dann halt besser zu werden, um das nicht nochmal zu erfahren, so, ne? Ja, es erweitert das Vokabular, ne, was man hat, oder die Möglichkeiten, die man hat, damit umzugehen. Und wenn ich dann wieder in so Situationen komme, aber diesmal dann mit der Gewissheit, ich kann was Faszinierendes draus machen, gehe ich ja selber wieder mit dem Scheitern ganz anders um, mit der Situation. Und dann sind wir wieder in dem Bereich, die eigene Wahrheit bilden. Und wenn ich es nicht als Scheitern wahrnehme und schon gar nicht als Scheitern kommuniziere, wie viele kriegen es dann überhaupt mit, dass ich gerade vor dem Scheitern stand? Ja. Also da sind wir auch schon wieder im ganz anderen Bereich, wo ich immer wieder überrascht bin, wie Landart so ganz komplexe Lebenssituationen antriggern kann oder wie man das als Beispiel nutzen kann. Und das begeistert mich immer wieder. Ja, wie Kunst an sich halt die großen und kleinen Lebensfragen oder die man so hat, triggern kann und darüber nachdenken kann. So, ne? Ich finde das halt auch so spannend, als ich in Münster mit dir gesprochen habe. Ich bin da ja erstmal nur so durchgerauscht durch den ganzen kompletten Raum. Also wir haben uns auf einer Designmesse kennengelernt. Und ich bin erstmal nur durchgerauscht und habe mir so alles so ein bisschen angeguckt, so ja, da kannst du Bild machen, da kannst du Bild machen, bla bla. Und dann wollte ich eigentlich schon zurückgehen. Und dann bin ich halt bei deinen Bildern halt irgendwie so hängen geblieben. Und dann kamen wir halt ins Gespräch und dann sieht man halt so, ja, dieser erste Eindruck, dass wenn einen was triggert und man bleibt dann so hängen, dann kann man diese Zwiebel halt schälen, so, ne? Mhm. Und sieht dann halt immer mehr Layer und Layer. Das ist halt so spannend. Das ist halt an Kunst, finde ich, ist das essentielle Ding, dass man Dinge hinterfragt und halt neue Ansätze erkennt, neue Ansätze zum Denken. Mhm. Ja, und für mich ist der Bereich Landart in meiner Arbeitswelt eigentlich mittlerweile der wichtigste für mich, weil ich immer wieder merke, wie leicht es mir fällt, darüber zu sprechen. Mhm. Und das ist ja bei der eigenen Arbeit als Fotograf oder sonst was, über die eigenen Fotos begeistert zu erzählen, da gibt es eine meistens Sperre. Ist meistens nicht so einfach. Mhm. Aber ich kenne das Gefühl, was du beschreibst, wenn man so dieses Thema oder diese Technik irgendwie gefunden hat, dann wird es auf einmal einfach. Ja. Und dann sieht man dann, okay, that's it, so nach dem Motto. Der große Wink dann mit dem Zaunfall, ne, den man mitkriegen muss, weil das ist das Thema, für das du brennen wirst.
dein Leben lang. Ne? Zu dem Bild gibt es auch eine schöne Geschichte. Es ist auch in der Nordbretagne entstanden und links oben sieht man einen Surfer durchlaufen. Also das ist eins der größeren. Ja, hier, ne? Genau. Und in der Mitte, das Gelbe oben an den Steinen, ist so ein Schlauchboot, was da liegt. Also das sind so knapp 300 Meter, die das Bild beinhaltet. Wow. Ich musste da auch, eigentlich wollte ich diesen Kreis komplett mit diesen Linien füllen. Das ging aber nicht, weil in dem oberen Bereich man so tief einsackte, so 10 Zentimeter in den Sand einsackte. Und dann habe ich mit der Fußspur eine größeren, markanteren Linienform als mit dem Rechen. Und insofern habe ich das dann aufgelöst. Das sind so diese Dinge, die man dann vor Ort anders machen muss als geplant. Und ich war dann fertig, war kurz mit der Drohne hoch, habe das Foto unter anderem gemacht und 3-4 andere davon. Bin wieder runter und wollte diesen Klippenweg hoch, das sind so 6-7 Minuten, Schuhe anziehen, dann hoch und mit der Kamera Fotos machen. Und stehe dann oben nach diesen 6-7 Minuten und sehe, wie in dem hier im Bild jetzt im rechten unteren Rand sämtliche Enden von einem Jungen zertreten wurden. Also in wahnsinniger Geschwindigkeit hat er da überall so ein bisschen rumgetanzt mit den Füßen und dann war die Scharfkantigkeit weg und ja, eigentlich für gute Fotos nicht mehr geeignet für mich, ne? Wenn ich die Fotos habe, die ich im Kopf habe, stört mich das eigentlich wenig. Da war ich aber noch nicht so weit. Dann bin ich genauso, glaube ich, wie jeder andere auch. Dann kriegt man eine andere Gesichtsfarbe und ich bin dann runter und wollte den Jungen zumindest zur Rede stellen. Das war so ein 16-, 17-jähriger Koloss. Und als ich dann über den Strand dahin ging, kam eine Frau mit so einem ganz zierlichen 7-8-jährigen Mädel auf mich zu und sagte, wie schrecklich und wie schnell das ging, dass der da hinten das so zerstört hätte und so. Ihre Tochter hätte es geliebt. Seit einer halben Stunde läuft die da singend durch dieses Kunstwerk durch. Ne? Und so hätte sie ihre Tochter selber noch nie erlebt, als sie diesen Jungen sah, der diese Enden zertrat. Hätte die, ohne nachzudenken, wäre die schreiend auf den zugerannt und der Junge doppelt so groß, doppelt so schwer, vor Schreckreiß ausgenommen. Oh, wow. Und das ist dann wieder so das, was diese Zerstörung für mich rund macht, weil dieser Gesamtprozess unheimlich ja, schön ist eigentlich. Weil dieses Mädel, das habe ich ihr dann auch gesagt, dass sie eigentlich die Heldin des Tages ist und sich diesen Moment merken muss. Weil wenn sie wirklich etwas liebt, wenn sie für etwas brennt, welche Macht und welche Energie sie entwickeln kann, Dinge, die dem Geliebten entgegenwirken, beiseite zu scheuchen. Und das ist dann, finde ich, auch wieder so ein Lebenskern, ne? Wenn man sowas einmal wirklich erlebt hat in der Form. Wie lange man davon kann, von diesem Gefühl. Du musst was finden, wofür du brennst, und dann wirst du die Energie entwickeln können, damit umzugehen, damit Erfolg zu haben, Dinge zu bewegen in dieser Welt. Deswegen hat das Bild so ein bisschen den Titel Fight for the Beauty. Und ja, auch wieder so diese Gesamtheit. Ne? Und das ist auch das, weshalb ich auch immer so auf solchen Designmärkten oder Ausstellungen mehr sehr aktiv die Leute packe, weil das Inhaltliche zeigen die Bilder so für sich erstmal nicht. Ja. Das muss ich erzählen. Und da habe ich auch noch nicht so die Form gefunden, wie ich sowas in der größeren Form publik machen kann. Würde vielleicht auch ein bisschen den Charme nehmen von den Arbeiten, wenn es zu groß, zu publik wird. Kann auch sein. Ja. Also da bin ich auch noch auf dem Weg.
Ja, wie du schon sagst, also wenn man den Zugang, man bekommt ja den ersten Zugang halt durch die Faszination, ne? Und wenn man dann die Geschichten dahinter hört und die Zwiebel anfängt zu schälen, dann wird man halt tiefer reingezogen, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob es halt notwendig ist, diesen Schritt dann halt direkt wegzunehmen durch irgendeine Präsentation, wo man das direkt erfährt, so, ne? Ist vielleicht auch Teil des Ganzen, diesen Prozess halt durchlaufen zu müssen. Ja. Und vielleicht ist der Filter auch manchmal ganz gut, dass eine gewisse Hürde beinhaltet, sich darauf einzulassen, als wenn man jetzt mit jedem drüber sprechen würde, der auch das Inhaltliche überhaupt nicht erfassen möchte. Ja. Ja. Das ist halt auch immer was, was mich im Fotografiestudium halt fasziniert hat oder auch gestört hat an manchen Sachen, weil für mich muss ein Bild oder ein Kunstwerk halt immer visuell erstmal mich catchen, so, ne? Also, keine Ahnung, eine Arbeit kann noch so interessant sein oder noch den krassesten irgendwie Hintergrund haben oder die krasseste Message. Wenn es mich visuell nicht packt als erstes, dann ist es mir auch meistens egal, ob es noch so eine krassere Message hat oder einen Hintergrund hat. So. Ja. Wenn ich zum Beispiel im Museum bin mit meiner Freundin, ist halt ganz interessant, weil die hat halt keinen Uni-Hintergrund, der irgendwas mit Kunst oder Bild zu tun hat. Und die liest sich halt zu jedem Werk so immer erstmal alles durch, so, ne? Und dann guckt die da drauf. Und ich bin komplett das andere. Ich laufe da durch. Und wenn mich was packt und das visuell interessant ist, dann erst lese ich mir so den Inhalt durch. Also so komplett verdreht, so, ne? Ihr habt wahrscheinlich ein sehr unterschiedliches Tempo statt in dem Museum. Auf jeden Fall, ja. Ja. Aber das mit allem so. Ich esse auch viel schneller als sie. Wobei da ist das Kleingedruckte zu lesen durchaus von Vorteil schon. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Sollte man Vorarbeit leisten. Ja, das ist auch so ein Bild, was ich dann liebe, das kannst du als Fotograf nachvollziehen, sich dann irgendwo versteckt auf die Lauer zu legen und gucken, was passiert. Und was man da für teilweise so Psychologiestudien findet in den Bildern. Ne? Die Kinder, die die Möglichkeiten erkennen, durch das Labyrinth zu rennen und das auch machen. Und die Frau, wahrscheinlich die Mutter, die maximal Meter da reingeht, aber das auch schon widerwillig und man hört sie noch rufen, aber vorsichtig. Ne? Ja, 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 zerstört das nicht. Genau. Wobei das auch immer so ein Vorteil ist, deswegen liebe ich geometrische Muster. Weil man sieht hier auch teilweise in diesen nicht gezeichneten Spuren, wo Kinder eine Schaufel durchgezogen haben oder Fußspuren über die Linien gehen. Aber das tut, solange ich im geometrischen Muster bin, in meiner Zeichnung, sind Zerstörungen nie geometrisch. Mhm. Das heißt, sie gehen nie in Konkurrenz zu meinen Linien, sondern unterstützen das eher noch. Deswegen mag ich sehr gerne so geometrische Dinge oder klare Formen. Das, finde ich, ergänzt sich immer sehr gut dabei. Ne? Ja. Es ist schon fast so, dass man diese Störung quasi so ein bisschen ausblendet von seiner Wahrnehmung. Ja. Dass man die auch wirklich erst suchen muss, weil es halt alles so geometrisch ist, ne? Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Wie wartest du schon auf den Schnee? Ja, aber er kommt oder kommt nicht, ne? Ja, letztes Jahr war es ja krass. Ja, letztes Jahr war ich auch viel unterwegs. Das ist die Nummer 8, da genau. Das ist hier bei mir Haustür in der Nordeifel. Ich bin mal gespannt. Also letztes Jahr wurden wir in Ostwestfalen auf jeden Fall vom Schnee richtig krass überrascht.
Aber hast du denn irgendwelche Workshops oder so geplant, falls es schneiden sollte? Nee, das ist für Schnee ist zu spontan und Schnee ist auch, habe ich bisher mit Workshops noch nicht so gemacht. Auch das Bild habe ich mit einem Freund zusammen gemacht. Schnee ist ein bisschen komplexer. Am Strand habe ich meine Materialien. Ich habe Kordel und Hering, damit habe ich einen Zirkel, kann alles konstruieren. Ich kann mal drumherum gehen, mir das von der anderen Seite anschauen. Im Schnee ist das ja nur schwierig möglich, wenn ich nicht ganz viele andere Spuren legen will. Im Prinzip, wenn ich eine Wiese mir ausgesucht habe, ist jeder Schritt ein Teil vom Bild. Ja. Und das kann ich, da würde ich ein sehr strenger Workshopleiter sein, weil ich die alle ständig anpfeifen müsste, sich nicht zu bewegen oder exakt zu bewegen oder am Rand stehen zu bleiben und nicht einfach irgendwo hinzugehen. Ne? Also ich kann nicht irgendwo eine Kordel, einen Hering einstecken, dann habe ich schon eine Spur zum Mittelpunkt. Also Schnee beinhaltet eine sehr komplexe Vorgehensweise in der Konzeption, sich ein Muster zu überlegen, was ich so aufbauen kann, ohne dass ich jetzt zu viele Hilfsspuren habe. Was dann natürlich im Laufe des Tages passiert ist, wie das, was man hier auf dem Bild sieht, dass dann ein Langläufer da quer durchläuft und eine Spur zieht. Aber auch da ist wieder dasselbe, auch Fußgänger, die da durchgehen. Wenn ich so geometrisch arbeite, stören mich diese Spuren gar nicht so sehr im eigentlichen Werk. Ja, es ist echt krass. Also man blendet es fast aus. Also man nimmt es fast gar nicht wahr. Das ist echt krass. Mhm. Und spannend finde ich dann eher, das habe ich in einer anderen Aufnahme, in diesem Waldwinkel, da hat dann jemand zu Fuß noch, das sieht man in dem Bild aber leider nicht, so ein Smiley gegangen als Kommentar für den Gesamtbild. Ne? Also das passiert auch immer mal wieder, dass Leute dann mit mir kommunizieren. Also Workshops mache ich sehr gerne im Wald, überall, wo ich das so ein bisschen mehr kontrollieren kann. Oder das ist auch, was ich immer wieder sehr gerne mache, wo ich manchmal zum Geburtstag verschenkt werde und wir irgendwo auf Platz gehen und das Geburtstagskind hier war das Josie, eine 75-jährige, total nette Dame, wo die gesamte Familie, die verschiedenen Zweige zusammenkamen und mit ihr was zusammen gemacht haben auf diesem Platz. Und das finde ich auch so von der Vorgehensweise, wirklich jung und alt was zusammen zu machen, das sind ganz andere Geschenke als die nächste Flasche Wein oder Buch oder sonst was. Ne? Das sind so Tageserlebnisse. Ja. Und das liebe ich auch, solche Dinge zu machen. Das hat immer eine ganz eigene Dynamik, eine ganz eigene Stimmung, die so ganz anders ist. Ne? Ja, beim Bild auch wieder dieses Zusammenmachen, was... Ja. Was auf den Weg bringen, ne, und dann aber auch im letzten Endes dann wieder loslassen und das Unmaterielle ist echt, also es bringt die Menschen zusammen, dann halt, das ist cool. Ja. Und auch auf einem öffentlichen Platz, es gehen Leute da durch. Du wirst zwangsläufig angesprochen, was macht ihr denn da? Und da war irgendwo in einer anderen Ecke bei der Veranstaltung ein Künstler, den ich überhaupt nicht kannte, hier aus Aachen, der dort Buhl spielte mit seiner Frau und eigentlich auch schon etwas älter und sehr erfahren und eigentlich mir dann nachher sagte, dass ich da einen Weg gefunden hätte, wie man mit seiner Kunst einfach nach außen gehen kann, ohne dass es spektakulär ist, aber irgendwo in einer Form beeindruckt. Und er eigentlich fast sein Leben lang danach gesucht hat, mit seiner Malerei sowas zu machen und bisher nicht gefunden hat. Und das fand ich dann auch wieder beeindruckend, ja, welches Lob von so einem erfahrenen Kollegen dann kommt, quasi. Und bei mir hat sich diese Sache eigentlich so
ja Schritt für Schritt zwangsläufig entwickelt, ohne dass ich da wirklich jetzt das so im Detail in der Tiefe geplant habe. Mhm. Ja. Nee, echt cool. Martin, ich danke dir vielmals, dass du hier warst. Wir haben echt schöne Fragen und schöne Zwiebellayer entfernt und durch deine tolle Kunst Erfahrungen gemacht. Wo können die Leute dich denn finden? Also wo kann man deine Workshops buchen? Wo kann man dich als Geburtstag verschenken? Bist du bei Social Media aktiv? Hau mal raus, wo die Leute dich finden können. Wir werden das dann alles verlinken in der Beschreibung. Also das Einfachste ist über meine Internetseite stockberg.de. Da kann man mit mir Kontakt aufnehmen. Ich habe jetzt nicht so festgelegte Workshops, weil es meistens doch individuell ist. Ja. Die Gegebenheiten, der Ort, die Menschen, das beinhaltet oft so eine kurze Absprache, was man macht, wann man es macht, womit bei älteren Leuten, die hocken weniger im Sandkasten. Und das müsste man absprechen. Und ansonsten so, was so in meinem Leben als Künstler so passiert, kann man auf Instagram folgen und sich angucken. Hauen wir auf jeden Fall alles in die Beschreibung. Vielen Dank für deine Zeit, Martin. War echt sehr, sehr inspirierend und spannend. Share ausschalten und mal schauen, ob der Schnee kommt, wie viel kommt. Und dann bin ich gespannt, was für Bilder auftauchen auf deinem Kanal. Wir werden es sehen. Vielen Dank, Tim, für dich auch, für das Interesse, was mich immer sehr freut und sehr begeistert, da was erzählen zu dürfen. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne.